Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Freisleben. Ich bin halbtags tätig an der Fachhochschule St. Pölten und dort zuständig für das Projekt Inverted Classroom. Dieses Wort ist Synonym für den Begriff Flipped Classroom, der ein wesentliches Gestaltungsmerkmal dieser Lehrveranstaltung ist. Außerdem bin ich tätig als Berater, als Referent Trainer in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Soziales, beschäftige mich stark mit dem Einsatz von Methoden aus dem Web 2.0-Bereich bzw. aus der angewandten Improvisation. Genau darum dreht sich auch meine Dissertation, die von Christian Spannagel begleitet wird. Also ich stelle mir die Frage, wie lassen sich Methoden aus der angewandten Improvisation verändern, weiterentwickeln, damit sie im Bereich der Hochschule, im Bereich der Lehre gut zum Einsatz kommen können. Und ich bitte darum, sich intensiv an diesen Methoden zu beteiligen und mitzumachen. Ich möchte zu den Methoden ein paar allgemeine Hinweise geben. Das erste ist ein Grundprinzip aus der angewandten Improvisation. Und dieses Grundprinzip heißt ja, genau und. Das bedeutet, wenn ich eine Idee von jemand anderen höre, dann baue ich darauf auf, dann nutze ich Strukturen, die ich da drinnen finde, rote Themenfäden, die ich da drinnen finde und baue meine Idee dazu. Dann das zweite ist, wir werden ja ganz viel mit Assoziationsübungen arbeiten. Es gibt keine falsche Assoziation. Das nächste ist, oft ist es die allererste Idee, die ich habe, dass die passende ist. Also das bedeutet, es geht um den Mut, der eigenen Intuition zu vertrauen und mit Antworten zu den neuen Ideen nicht zu zögern, sondern auch die dann einzubringen, weil ich das Gefühl habe, naja, das ist jetzt nicht wahnsinnig originell oder ich bin mir nicht ganz sicher, sondern es einfach hier und jetzt zu tun. Dann die Einladung ist auch, bring dich ein, mach dich sichtbar. Also du hast ganz viele Fähigkeiten und Talente, Ideen und Möglichkeiten, diese auszudrücken, auch in mathematischer Hinsicht. Und die Improvisationsmethoden, die können eben dabei unterstützen. Und vor allem auch im Miteinander mit anderen entstehen da ganz spannende Zugänge. Das sind soweit diese Einladungen, zudem ist auch noch ein Link zu weitergehenden Hinweisen zum Einsatz von Methoden aus der angewandten Improvisation gibt. Ich werde die Methoden, die wir hier einsetzen, sammeln und dokumentieren und auch beschreiben, was ich so wahrnehme und lade dazu ein, auch immer darauf zu schauen und Ideen dazu einzubringen, wo und wie könnte man diese Methoden sonst noch einsetzen. Vielen Dank dazu im Voraus. Weiters wird es am Anfang der Lehrveranstaltung eine Selbstevaluation geben und im weiteren Verlauf werde ich da nochmal nachfragen. Auch da bitte ich um Beteiligung. Die Ergebnisse bleiben natürlich anonym und ich werde über die Ergebnisse auch informieren. In diesem Sinne freue ich mich auf ein spannendes, mathematisches und improvisierendes Miteinander. Alles Gute, bis bald.